Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Auch heute wieder mit Johannes Pickel vom Deutschen Katholischen Blindenwerk. Und da setzt er sich für die Belange und Bedürfnisse blinder und schwer sehbehinderter Menschen ein. Wie er das macht, davon haben wir schon in dieser Woche einiges gehört. Aber wie es denn eigentlich um die Inklusion in der katholischen Kirche selbst bestellt ist, das wollen wir heute besprechen. Was ist denn Ihre allererste Inklusionserfahrung mit Kirche? Meine allererste Inklusionserfahrung, an die ich mich gerne erinnere, ist der Tag, an dem ich zum Messdiener wurde. Meine Brüder waren schon Messdiener und ich durfte immer nicht mit in die Messdienerstunde und durfte auch nicht dienen. Und es war bei uns üblich in der Pfarrei, dass vermeldet wurde, wer Dienst hatte. Und dann wurde ich genannt vom Pfarrer. Der Pfarrer hat die Vermeldung gemacht und mein Name wurde genannt. Bin ich in die Sakristei gerannt, habe erst mal gesagt, ich brauche Sachen zum Anziehen nächste Woche. Nächste Woche bin ich dran als Messdiener. Ja, und die Erfahrung war, ich wurde vom Pfarrer genannt und hatte dann immer ganz liebe Kollegen in der Messdienergruppe, die mich begleitet haben, sodass es für mich gar kein Handicap war, dass ich nicht alles richtig sehen konnte. Also das war eine richtig gute Erfahrung. Es gab allerdings auch schlechte und da sage ich jetzt mal Stichwort Diakonenausbildung. Diakonenausbildung habe ich vor gut 20 Jahren gemacht, von 2002 bis 2005. Und in dieser Zeit habe ich mich gefreut, dass ich angenommen wurde, in der Ausbildung mit sein durfte, mit 18 Kommilitonen. Und am Ende, schon vor dem Ende, wurde mir aber gesagt, eine Weihe wird nicht möglich sein. Es ist einfach noch nicht dran. Wir haben keine Stelle für Sie, wo wir Sie dann einsetzen können. Wegen der Sehbehinderung? Wegen der Sehbehinderung wurde so nicht explizit gesagt, aber die Sachen, die gesagt wurden, dass ich zum Beispiel nicht mitkriege, wer welche Geste in einer Besprechung macht oder dass eine große Veranstaltung mit vielen Leuten, dass ich da den Überblick nicht habe, dass ich nicht schnell genug sein kann bei manchen Einsätzen. Das sind schon Gründe, die auf die Sehbehinderung zurückzuführen sind. Klar, Sie sind am Ende tatsächlich nicht geweiht worden. Wie schlimm war das für Sie? Der Tag, an dem ich es gesagt bekommen habe, dass ich nicht geweiht werde, das war schon ein Tag, wo man in sich geht. Also ich glaube, das kann keinen kalt lassen. Aber innerlich habe ich gesagt, gut, dann wird es irgendwelche anderen Wege für mich geben. Und so bin ich dabei geblieben, habe auch die Ausbildung bis zum Schluss mitgemacht, habe auch abgeschlossen die Ausbildung damals und bin der Kirche treu geblieben. Aber erstmal war es natürlich eine herbe Erfahrung von der Kirche, wo man denkt, da geht alles gut, Nein zu bekommen. Das Ganze ist jetzt fast 20 Jahre her. Würden Sie sagen, seitdem hat die Kirche aber was gelernt im Umgang mit Menschen mit Behinderung? Von meiner eigenen Erfahrung mit vielen Menschen, weil ich ja weiter der Kirche treu geblieben bin und mich auch engagiere innerhalb der Kirche, habe ich zum Glück viele getroffen, die inzwischen eine Ausbildung bei der Kirche gemacht haben mit einer Behinderung und dann auch von der Kirche in kirchlichen Dienst übernommen wurden. Das geht vom Priester über den Diakon zu Ordensschwestern und zu Gemeindereferenten, Pastoralreferenten. Also da bin ich sehr glücklich und ich freue mich für alle, die dies geschafft haben und bin in keiner Weise neidisch. Ja? Immerhin. Meine Zeit war damals einfach noch nicht. Okay, aber da hat sich jetzt immerhin was getan, aber es ist sicher noch viel Luft nach oben. Ganz kurz noch zum Schluss, was wäre der dringendste Schritt, damit die Kirche dem Ziel wahrer Inklusion so nah wie möglich kommt? Ich denke, der Schritt ist ganz einfach, dass man sieht auf die Fähigkeiten, was die Leute einem geben können, also der Gemeinschaft geben können, in dem Fall der Kirche. Und nicht, dass man sieht nur die Behinderung. Man stellt immer zuerst das Schlechte in den Vordergrund. Der kann das nicht. Aber was er kann, das ist viel wichtiger zu sehen. Also auf die wahren Fähigkeiten gucken. Genau. Das rät unser Gesprächspartner zum Tagesevangelium Johannes Pickel und mit ihm gemeinsam hören wir jetzt den Text für heute am 19. Januar. Domradio, das Wort. Aus dem Markus-Evangelium.
In jener Zeit stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er selbst wollte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende, zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben. Die 12, die er einsetzte, waren Petrus, diesen Beinamen gab er dem Simon, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und Johannes, der Bruder des Jakobus, ihnen gab er den Beinamen Boanerges, das heißt Donnersöhne, dazu Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn dann ausgeliefert hat. Soweit das Evangelium des Tages nach Markus. Wir besprechen es mit Johannes Pickel aus dem Deutschen Katholischen Blindenwerk. Herr Pickel, da haben wir jetzt eine ganze Liste von Namen gehört, die aufgezählt werden und die werden ausgesendet. Was bedeutet Aussendung? Aussendung, ganz klar, kommt in dieser Stelle zum Tragen. Aussenden geht nur, wenn ich erstmal wohin gehe. Jesus hat die 12 zu sich gerufen auf dem Berg. Er hat sie mitgenommen auf den Berg und von da aus ausgesendet. Aussendung heißt in diesem Falle auch, sie sind mit seinem Gedanken, mit dem, was er ihnen gesagt hat, was er ihnen eingegeben hat, sind sie losgegangen in die Welt. Das heißt Aussendung. Aussendung ist, ich gehe für eine Sache, für jemanden mache ich mich auf den Weg, der nicht selber überall leiblich da sein kann. Mhm. Ja. Wenn es um Vollmachten geht, dann gibt es ja in unserer Kirche ganz oft Auseinandersetzungen, ganz oft Kompetenzgerangel. Was sagt der heutige Text aus dem Evangelium denn dazu? Die Vollmacht, hören wir ganz klar, hat Jesus diesen 12 gegeben. Also Jesus hat die Vollmacht gegeben. Heutzutage erleben wir leider in der Kirche, dass wir oft genug eine Qualifikation für etwas vorbringen müssen. Und wenn wir die nicht haben, können wir bestimmte Sachen nicht machen, auch innerhalb der Kirche, innerhalb der Ausübung der Religion sozusagen. Und ich denke, da liegt genau der Punkt, wo vielleicht die Kirche ein bisschen mehr gucken soll, nicht nur auf den Abschluss, den derjenige auf dem Papier hat, sondern auch auf die Fähigkeiten, die er von Gott vielleicht schon geschenkt bekommen hat. Ja, das Charisma, wir reden immer vom Charisma, aber beachten wir auch das Charisma wirklich oder sagen wir, gut, das kann sein, dass du das Charisma hast, aber bitte mache dazu den Schein. Hm. Auch heute wieder die Frage, welchen Gedanken aus dem Evangelientext können wir ganz konkret mitnehmen in diesen Freitag? Ich denke, wir sind alle ausgesendet von Jesus, von Gott in diese Welt, dort, wo wir leben. Und ganz wichtig ist aber dafür, dass wir erstmal zu ihm hinkommen. Wenn wir zu ihm hinkommen, haben wir die Möglichkeit auch, für ihn nach außen zu wirken und zu gehen. Johannes Pickel sagt das. Wir haben gesprochen über den Text aus dem Markus-Evangelium, der heute dran war. Dafür bedanke ich mich. Und schön ist es auch, dass wir Sie morgen nochmal hören. Schönen Tag, Herr Pickel. Schönen Dank. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium, zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.